So, willkommen zurück zur Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin gerade dabei, wieder ein bisschen Bauernhöfe anzulegen. In den letzten Folgen hatten wir ein paar Straßen angelegt. Hier so ein paar Dörfer erschlossen. Zusätzlich das Öl, was wir hier fördern. Warum fördern wir nichts? Strom ist da. Ach so. Hier steht gerade ein Öl, ein Zug drin, der uns das Öl ja ins Ausland verkauft und uns die Wiesen bringt. Hat knapp. Wartet ja jetzt, bis der voll ist? Okay. Auf jeden Fall, wir haben hier eine Zugstrecke dann gebaut, die mit mehreren Tunneln und Brücken nach Kazinschat führt und dort wird das Öl verkauft. Ja. So, jetzt aber zurück zu unseren Feldern. Ein Bauernhof haben wir bereits. Gebäude ohne Strom. Ja, Strom ist natürlich so eine Sache. Brauchen wir Strom überhaupt hier? Ich denke ja. Dann Hochspannung. Ein Hochspannungsschalter. Den müssten wir dann so hinsetzen. Hochspannungsschalter. So. Anschließen. Und hier gehen wir erstmal straight nach unten. Oh Gott. Wenn ihr das nicht zulasst. Okay. Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Okay, dann gehen wir mal so, jetzt aber. Gut. Die Zeit läuft weiter. Strom ist angeschlossen. Gut. Dann Hochspannung weiterführen. Gehen wir hier lang. An unserer Bahnstrecke. So. Muss ich kurz schauen. Wo war das hier? Okay, also.
diese kleine Straße entlang. Gehen wir erstmal hier hin. So, dann Spannungstransformator. Hochspannung anschließen. Kurz die Straße dran machen. So, die Richtung auch ein Stück. Mittelspannung. Umspannwerk. Sagen, machen wir einmal hier eins. Im Dorf geben wir auch ein bisschen Strom. Ich sehe gerade nicht, nach welcher Richtung die Straße anschließen möchte, nach da oben. Gut, machen wir erstmal die Straße. Passt. Die andere Straße haben wir. Mittelspannung. So, und die geht hier rüber. So, haben wir hier schon mal Strom. Kurz schauen. Farm. Nutzfahrzeuge in Betrieb, alle arbeiten. Sehr schön. Jetzt wollte ich natürlich hier oben auch noch einen Bauernhof hinsetzen. Nahrung. Bauernhof. Wehe, es ist wieder zu steil. Zack. Es ist zu steil. Es ist zu steil. Ja, bergab. Okay. Weg. Ja. Bauernhof. So, bitte jetzt eine Straße da dran. Gibt's doch nicht. So. Grün, grün.
nicht. Diese scheiß Straßen. Straßenbau abbrechen. So. Warum? Scheiße. Okay. Weg, weg, weg. Ich senke das einfach komplett ab hier. So. Und ich bekomme trotzdem keine Brücke hin. Winkel zu scharf, wollt ihr mich verarschen? Wenn ich das wegnehme, so. Kommt. Zu steil bergab. Brücke. Jetzt passt's oder was? Okay. So. Halleluja. So, dann kaufen wir hier mal 1, 2, 3 Mähdrescher. Na gut. Und 4 LKWs. Für 10 Tonnen Pflanzen. Meine Güte. So, dann können wir jetzt weitermachen. Kornspeicher. Ich hoffe, ich habe nicht wieder diese Probleme. Deshalb fange ich diesmal zuerst mit der Straße an. Thank you.
Das sieht doch gut aus. So. Fabrikverbindung. Zack. Und das Straßenladungsdepot. Passt. Gut. Schnell Verbindung ziehen. Und eine Stromleitung etablieren. Spannungswerk. Na? Nein, nein. So. Mittelspannung. Zack. 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 Ah, hier kreuzen wir mal die andere Leitung. Aussaat, Wachstum, Wachstum. Fahrzeuge in Betrieb. So. Gott sei Dank. Jetzt könnten wir mal schauen. Wo ist mein Öl? Wartet der Zug schon wieder? Natürlich. Wie voll ist er diesmal? Okay, was könnten wir noch verkaufen? Oder machen. Gebäude ist ohne Stromversorgung, ja. Das ist jetzt erstmal nicht ganz so tragisch. Wo sind meine anderen Städte? Ja, jawohl. Alles in Ordnung. Gebäude ist ohne Strom. Echt jetzt? Heute ist auch nicht Stromversorgung. Oha. Gebäude ist auch nicht Stromversorgung. Warum nicht?
Strom, Strom, Strom. Hier kommt die Hochspannung, die kam. Die kam von der Grenze. Import. So. Da, 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 da. Arm ist in Ordnung. Okay, scheiße. Jetzt verlieren wir ja Geld. Da wir das ja jetzt von der NATO kaufen. Was ist mit unserem Kohlekraftwerk? Verarbeitungs... Fabrik für Kohle. Kleiner Rohstoffspeicher. Wo ist mein Kohlekraftwerk? Ist das in die Luft geflogen? Nee. Kann nicht sein. Energie. Kohlekraftwerk. Pause. Kraftwerk. Das weg. Kurz schauen, was ist das? LKW entladen. Kohlekraftwerk. Zack. Straße. Da. Pipelines Förderer. Okay. Hochspannung. Ich verstehe es nicht ganz. Mittelspannungsleitung haben wir hier keine. Erst hier dann. Keine Rohstoffe. Es fehlt Kohleerz. Warum fehlt Kohleerz?
Qualität der Quelle. Anzahl der Arbeiter. Kohleerz. 0,05 Tonnen. Betrieb ohne Probleme. Es fehlt Kohleerz. Warum? Puh. Ich glaube, ich beende hier mal die Folge. Ich sage Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.